Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Mountain Valley. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Landschaft und heute machen wir natürlich ein bisschen weiter. Ich möchte kurz euch ein bisschen Informationen mitgeben bezüglich dem Green County Projekt. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Green County Projekt weitermachen möchte, aber ich glaube, ich werde es einfach beenden. Wir haben nämlich immer noch das Problem, dass die Gebäude, wenn sie leer sind, nicht mehr befüllt werden und ich jedes Mal hingehen muss und die Gebäude eben abreißen muss und nochmal neu setzen muss. Na, dadurch, dass wir das Ganze über Rico setzen. Ähnlich wie wir es jetzt hier im Zechendorf gemacht haben. Und auch hier werden wir das Problem haben, aber wir weisen doch schon hier im Mountain Valley Projekt sehr, sehr viel aus. Und bei Green County war es eben so, dass wir halt alles über Rico gesetzt haben. Es war für mich ein Versuch, aber ich glaube, dass ich soweit die Mods nicht so richtig eingestellt bekomme, weil natürlich ich nicht jede Mod immer wieder vor den Projekten umstellen kann. Ne? Da war ja hier einigermaßen, ich nenne es mal normal unterwegs sind in diesem Projekt, ist es halt so, dass ich halt bestimmte Einstellungen in Rico nicht einstellen kann, weil ich sie sonst hier immer wieder ausstellen müsste. So in die Richtung, ja. Und deswegen, oder ich weiß nicht, ob das genauso funktioniert, aber ich möchte es eigentlich auch nicht versuchen, bevor ich mir hier ein Projekt irgendwie zerstöre durch ein anderes. Ne? Also das wollte ich ja immer gut vermeiden. Ja, und deswegen habe ich mir halt gedacht, komm, es lohnt sich einfach nicht, wenn ich jedes Mal die Gebäude neu setzen muss. Und gerade weil wir ja auch in der letzten Folge von Green County durch die Ausfahrt ein ziemlich großes Stauproblem dann hatten, kurze Zeit, nur wirklich eine kurze Zeit, dann ging das alles wieder. Aber durch die Outside Connection, dadurch, dass die Entfernung der Outside Connection natürlich weiter von der Ortschaft weg waren, ist eben das große Problem entstanden, dass natürlich Waren nicht rechtzeitig geliefert worden sind und andere Dinge und deswegen halt die Gebäude ziemlich schnell leer standen. Wir haben sehr, sehr viel leerstehende Gebäude. Ich meine, in der Stadt Green County an sich geht's gut. Wir machen dort noch Plus, also sie stürzt nicht ein, aber es sieht halt immer doof aus, wenn die Gebäude halt nicht bewohnt sind oder halt benutzt werden. Ja. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich wollte das jetzt nicht in einem extra Video irgendwie machen, sondern ich habe mir gedacht, komm, ich packe das mal hier vorne dran. Ist ja eh Mountain Valley. Ich denke mal, die Leute, die Green County schauen, sind ja auch in Mountain Valley auf jeden Fall unterwegs. Wir machen dieses Projekt hier, wir machen das auch soweit fertig, falls es halt fertig wird, bevor man dann irgendwie einschätzen kann, wenn City Skylines 2 kommt, machen wir einfach nochmal ein City Skylines Projekt, aber ist mir dann so ein bisschen lieber, anstatt dass ich jetzt hier irgendwie immer wieder noch eine Stunde vor der Aufnahme dann für die Gebäude dann irgendwo hier mache und die ganzen Gebäude dann eben neu setze. Das lohnt sich einfach nicht, ja. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, ja. Ich wollte es einfach mal kurz ankündigen. Ich kann euch das mal zeigen, wie das hier eben ist. Wir haben hier nämlich auch das Gleiche zum Beispiel, ne. Wir haben ja hier die Sachen auch mit Rico gesetzt. Es passt, dass mal zwischendurch vielleicht Sachen mit Rico setzen und manchmal halt dann einfach nochmal ausweisen. Ich glaube, wir mixen das. Habe ich ja auch hier schon mal angekündigt. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Na, hier haben wir auch die Sachen mit Rico. Und man wird sehen, dass dieses Gebäude, könnt ihr euch gerne mal merken, und wahrscheinlich die zwei Gebäude und vielleicht noch mehr, die dazukommen, durch Mangel halt, zum Beispiel von der Polizei oder auch eben, wenn Verstorbene nicht abgeholt werden, dann irgendwann leer stehen. Ja, und die bleiben auch leer. Das ist kontrollierbar, das kriege ich schnell ersetzt hier die ganze Zeit, das ist gar kein Problem. Die Versorgung hier kriege ich gut auf Ding, ne? Also kriege ich gut aufgebaut. Und ja, wie gesagt. Deswegen, also wir haben es ja auch in einem Livestream-Projekt, wo ich meine Heimat nachbaue, da kann ich es nicht anders machen, da ersetze ich das, ist aber auch kein Problem, weil es ein Livestream-Projekt für mich ist. Ne? Das ist dann ein Projekt, aber wenn dann halt noch mehr dann mit reinkommen, ist ein bisschen, na. Es ist halt ein historisches Gebäude, es verändert sich nicht, es gradet sich ab zwar, aber es verändert sich nicht und ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, wir lassen es einfach mal so. Ich hatte da ja auch immer mal wieder nachgefragt, aber ich glaube, da hat auch nicht, da hatte auch keiner bis jetzt eine Ahnung, woran das eben liegen könnte. Deswegen, ja, machen wir das mal so. Dann ist es für mich so ein bisschen einfacher und ja, wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht so schlimm für euch. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm für euch. Wir haben ja hier noch coole Projekte auf jeden Fall. Sehr coole Projekte. Vor allem geht das direkt in den Tunnel über. Das ist ja mal mehr als cool. Das ist ja mal mehr als cool. Wir müssen nur hier dann irgendwie wieder rauskommen, ne? Ich würde jetzt gerne heute mal die Gleise machen, soweit. Gott, ja. Aber auch ein weiter Weg nach oben gewesen jetzt. Das wirkte, ach so, weil wir dann direkt im Berg waren, das wirkte so komisch. Nö, das ist vollkommen in Ordnung. Da machen wir nichts. Wir machen das hier wieder raus. Also ist automatisch wieder draußen gewesen. Wir machen das hier raus, dann gehen wir hier weiter. Gehen wir hier als, oh,
Als Brücke rüber. So. Und dann geht es hier durch. Wir haben auch die längeren Züge. Ich hab mich... Ihr werdet euch freuen. Ich weiß, ich war gefühlt noch der Einzige, der da irgendwie diese Züge mochte. Ich habe die längeren Züge habe ich entfernt. Unter anderem wegen meinem Heimatsprojekt auch, weil... Ja, ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt jeden... Ja, sagen wir mal... Ach, das muss ich so einstellen, ne? Wenn ich jetzt jeden Monat so 2-3 Videos nur machen würde, dann könnte ich die Mods hin und her schalten. Das würde gehen. Ne? Das würde funktionieren. Aber das mache ich ja nicht. Also, das ist ja eben der Punkt. Kommen ja doch schon ein paar Videos zusammen. 7 an der Zahl jede Woche. Kann auch mal sein, dass vielleicht mal eins ausfällt. Aber so größtenteils versuche ich schon jeden Tag irgendwie ein Video zu präsentieren. Und da das Ganze dann noch hin und her zu schalten, wäre ein bisschen aufwendig, wie ich finde. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen runtergehen an der Stelle. Sodale. Ah. Und was ich halt auch noch machen werde, ich werde wieder ein bisschen aktueller mit den Videos gehen. Durch das, was wir jetzt doch schon Anfang des Jahres ein bisschen viel probiert haben mit Projekten, ist das Problem entstanden, dass wir doch schon ein bisschen Vorsprung, also ich habe ein bisschen Vorsprung zu euch. Ihr merkt das, wenn eure Kommentare, wenn ihr die schreibt und wenn die dann irgendwo behandelt werden, das ist schon, ja, vergeht schon ein bisschen Zeit. Das möchte ich halt nicht. Ich möchte, dass es doch schon wieder ein bisschen aktueller wird. Ja, also ihr seht, ich mache mir halt auch viele Gedanken zu dem Ganzen. Immer. Ja. Jetzt muss ich hier gucken, wo ich mir keine Gedanken zu gemacht habe, ist, wie kommen wir denn hier durch? Ich habe das große Problem, dass ich hier, ich könnte da als Brücke werden. Ich könnte da eine Brücke werden jeweils. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Wir können das ja ziemlich simpel durch die Mods hier, also kann ich das so machen. Können wir das mal umsetzen und ich würde gerne hier einfach da eine Brücke draus machen. So. Und dann hier auch noch. So. Gut. Oh Gott, warum sind wir denn hier so tief mit dem? Ich komme ja fast als Brücke besser drüber als... Aber hier eine Brücke? Nee, ich muss runter. Ich muss schon runter. Oh je. Warte mal, ich möchte mal eine Sache versuchen. Wie sieht denn das aus, wenn ich hier... Das Ding ist halt, dass wir hier links und rechts natürlich auch, ne, von den Wegen her, von den Straßen, große Probleme haben, wenn wir dann zu tief runtergehen. Dann haben wir da so unschöne Kanten. Mal gucken, was auf der Höhe passiert. Das meine ich mit unschönen Kanten. Aber wir sind tief genug. Wir sind tief genug. Krass. Okay, warte mal. Wir wandern hier erstmal komplett einmal durch. So. Es geht sich doch ganz gut aus. Also, es geht nicht. So, da haben wir die Häuser dann. Kann sein, dass wir das nochmal ein bisschen abändern. So. Gehen hier mal auf die Höhe 0. Und dann passen wir das hier nochmal an. Okay, wir kommen hier durch und das müsste, glaube ich, von den Höhen her auch ganz gut funktionieren. Sehe ich das richtig? Oh krass, wir sind sogar zu tief hier. Na gut, wir lassen es aber auf einer Höhe, also hier auf einer Tiefe. Weil die Brücken sind halt unterschiedlich hoch. Okay, oh Gott, ist mehr als okay. Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das so gut funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieht ganz cool aus, glaube ich. Jetzt müssen wir hier natürlich nochmal ein bisschen den Baumfäller spielen. Bauarbeiter. Ihr wisst, was kommt. Wir wissen es alle. Wir wissen es alle, was kommt. Ich kann nicht ohne. Sie können nicht ohne mich. Ich brauche hier eine Keimauer. So. Volle Kanne durch. Ich finde, es sieht halt einfach ordentlich aus. Es ist halt einfach so. Finde ich doch. Also es ist, ja, ne, also es geht hoch, runter, hin und her und hast du nicht gesehen. Aber ist okay. Ist okay. Jetzt haben wir halt hier so diese unschönen Ecken. Das kommt jetzt hier durch diese Gebäude. Wir haben eh mehr als genug. Machen die auf jeden Fall weg hier. Die Meldung kommt, weil es ein historisches Gebäude ist. Also falls ihr euch da wundert, warum ich die Meldung die ganze Zeit bekomme. Das liegt daran. So, dann gehen wir hier nochmal durch und kümmern uns doch ein bisschen um Begrünung. Das hat nicht so funktioniert.
Die haben halt auch noch die Kante auf der Seite. Würde ich aber gerne so lassen. Wir können halt hier nicht irgendwie das Ganze abschwächen, denke ich mal. Oder wir probieren das mal. Das ein bisschen abgeschwächt bekommen. Ah, ja, doch, tatsächlich. Oh, okay. Nee, das ist gar nicht so schlecht. Mal so. Dann haben wir das. Mach das mal kurz weg, weil wir eh wahrscheinlich mal irgendwelche Sachen setzen. So. Dann haben wir hier den Weg durchs Zechendorf. Ich wollte ja hier einen Bahnhof hinmachen. Das große Problem ist, dass hier der Bahnhof durch diesen Höhenunterschied halt nicht mehr funktioniert. In dem Fall müssen wir hier natürlich noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich habe mir überlegt, ob ich das Zechendorf noch vergrößere. Also Wohnungen würde ich nicht mehr machen. Aber ich finde natürlich hier von den Zechen an sich und von den Gebäudetypen, von den Hallen und allem, da können wir gerne noch mal ein bisschen mehr mit reinsetzen. Und die Idee wäre gewesen, dass wir das hier irgendwo nochmal einen Bahnhof hinbauen. Ja, damit wir hier natürlich auch irgendwo den Sinn haben, dass hier an den Stellen das Gleis überhaupt nochmal durchgeht. Jetzt muss ich mal schauen, wie geht's denn hier weiter? Ach du große Nummer. Ja, ne? Also wir gehen erstmal hier durch. Möglichst lange Stücke, weil wir hier eben durch das Tool die Höhen ja gut anpassen. Ach du große Nummer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja nicht mehr die längeren Züge. Wir haben nicht mehr die längeren Züge. Das sieht cool aus mit dieser kleinen Brücke hier. Das gefällt mir. Das ist okay. Da bin ich, da steige ich voll ein. Solche Sachen mag ich. Also ihr wisst, hier in Hillside Valley war das auch immer großartig. Jetzt haben wir hier diesen Anschluss. Und wir haben jetzt halt hier einmal an die Seite angeschlossen, einmal an die Outside Connection, ne? Hier. Guck mal. So, die ganzen Bahnhöfe habe ich ja schon angemacht wieder, die wir mal ausgeschaltet haben zum Sparen. Er hier ist auch an und läuft jetzt direkt. Jetzt ist die Sache halt, jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, das werden wir sehen. Da würde ich jetzt gerne erstmal hier an den Stellen, würde ich gerne irgendwo versuchen, noch einen Bahnhof hinzubauen. Das mal hier auch nochmal. Ich muss erstmal kurz das so machen. Dass wir hier auf jeden Fall auch nochmal den Güterbahnhof haben und den auch schon vielleicht direkt bezahlen. Jetzt müssen wir nur schauen, was wir hier machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Bahnhof, der hier, der würde super reinpassen. Vom Stil her, es ist eine große Firma, ich weiß gerade nicht, was sie macht. Bin ich mir nicht sicher, steht auch nicht dabei. Irgendwas mit H ist es, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, das würde super passen. Wir hätten dann nur 4 Gleise. Das wäre ein bisschen viel, ein bisschen schade. Deswegen können wir das nicht machen. Ich finde den trotzdem am besten, weil er halt auch mit den Kränen ein bisschen da ist, aber halt trotzdem so größtenteils schlicht ist. Also ich würde jetzt nicht nochmal hier so einen Bahnhof machen. Ich habe ja wie gesagt aus dem Workshop ein paar... Oh krass! Ach stimmt, da haben wir ja auch noch hier. Ne, damit fange ich gar nicht an. Ja, wir machen den mal hier hin. Ich glaube, dass der sogar sehr gut in Betrieb sein könnte dann am Ende des Tages. Dann würde ich hier an dieser Stelle... Dann haben wir soweit die ganzen Zuglinien auch schon richtig im Betrieb, was ziemlich cool ist. Wir haben alles wieder angeworfen. Wir haben sogar Geld, was wir verdienen. Das glaubt man gar nicht, ne? Kenne ich gar nicht. Na, das war ja klar. Das war ja klar, dass das passieren musste. So, dann sind wir nämlich hier hinten. Da können wir hier im Gelände nochmal etwas schauen an der Stelle. Und hier diesen Hügel vielleicht etwas abtragen. Noch ein bisschen weiter, damit wir hier vielleicht an dieser Stelle auch nochmal mehr ja, von den Zechen hinbauen können. Hier haben wir diesen Hügel, da würde ich jetzt eher weniger dran setzen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber hier haben wir ja eine schöne Höhe eigentlich, ne? Also... Immer eine sehr, sehr schöne Höhe. Das passt sehr, sehr gut. Da können wir nämlich ein größeres Gebiet, ob ich Lagerhallen vielleicht auch reinstellen soll. Oh, das wäre ein riesen Verkehrschaos für hier. Würde aber den Ort sehr lukrativ machen, ne? Würde den Ort sehr lukrativ machen. Achso, wir haben den jetzt angeworfen. Da würde ich gerne auch an der Stelle die Sachen schon mal anschließen. Und wir müssen tatsächlich uns nicht mehr drum kümmern. Es ist endlich soweit. Wir müssen uns nicht mehr drum kümmern, dass hier der lange Zug auch seinen Platz finden kann. Ist schon ganz cool, sich da nicht mehr drum zu kümmern. Oder drum kümmern zu müssen.
Weil jetzt können wir nämlich diese Weiche hier auch so belassen. Ja. Wir haben die ja sonst immer, ihr wisst es. Wir haben die ja sonst immer zugewiesen, damit da halt der Wechsel nicht möglich ist. Mit den normalen Zügen geht das aber wieder. So, dalle. Gut, dann haben wir das. Der ist soweit angeschlossen. Das heißt, auch hier die Ortschaft hat die Möglichkeit, den Im- und Export zur Außenwelt zu haben. Und dann würde ich jetzt, wie gesagt, gerne mit den Zechen hier nochmal arbeiten. Ich würde gerne mal hier rum gucken wir mal. Was haben wir hier? Hier haben wir ja die Häuser. Wenn ich Zeche... Haben wir tatsächlich nur das Gebäude. Kriege ich denn alle industriellen Gebäude? Gar nicht, ne? Copy-Paste. Copy-Paste ist es. Okay, mach mal anders. Dann machen wir das so. Lass mal hier erstmal das Gebiet ein bisschen ausbauen. Hm, was würde denn hier nochmal für eine Straße reinpassen? Ich muss sagen, die Straße ist großartig. Die Straße ist wirklich großartig. Lass uns hier mal nach hinten gehen. Lass uns hier mal anschließen. Ach krass, hier haben wir sogar unterschiedliche Höhen, sehe ich gerade. Ja gut, passt. Ist okay für mich. Dann würde ich gerne mit dem Weg hier nochmal ein bisschen arbeiten. Dass wir hier vielleicht vorher noch eine Abzweigung... Gottes Willen. Eine Abzweigung durchmacht. So. Ja, dass man erstmal so die Straßen halt hat. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier... Bisschen copy-pasten einfach, ne? Weiß ich nicht, wie rum das gehört. Auch so rum, glaube ich. Dass wir hier eben auch nochmal das ein oder andere Gebäude mit reinbekommen. Hm. Ja, wie gesagt, am Bahnhof an sich. Da muss ja keiner irgendwie links abbiegen. Das heißt, wir können hier die Mauer hinziehen. Also, wir können das Gebäude so entlang ziehen. Wir hatten auf jeden Fall noch andere, genau hier, wollte gerade sagen, die hier. Wie gesagt, ich habe die auf jeden Fall mal gehabt, soweit. Das ist jetzt eher, das ist nicht so ärgerlich, ne, passt eigentlich. Ich hatte die mal irgendwo in einem Reiter gebündelt, das habe ich irgendwie nicht mehr. Irgendwie sind die, hat sich das alles neu sortiert durch irgendwelche DLCs, glaube ich. So, dann wird das auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen größer. Haben wir so eine Doppelhalle noch hier hin. Ich hoffe, ich habe es richtig rumplatziert. Ich finde diesen Turm wirklich großartig. Also wirklich. Gibt nichts Schöneres. Also, wie rum muss der? Linke Seite. Ist der halt, der sticht so raus. Großartiges Ding. So großartig ist es tatsächlich nicht, dass hier das Gelände wieder unterschiedlich hoch ist. Aber so können wir das halt machen, ne? Das ist ziemlich cool. Wir haben ja hier auch schon so ein bisschen die Gebäude. Es ist halt, wie gesagt, es ist echt einfach mit Copy-Paste. Ich weiß nicht, schummel ich gerade vom Geld her? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe nicht. Und es ist nicht das, was ich damit erreichen möchte. Ich guck gerade mal. Okay, wir schummeln ein bisschen dadurch. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so übel. Also ich mache das nicht aus dem Grund, dass es günstiger so ist für mich, sondern ich mache das aus dem Grund, dass ich nicht jedes Mal die ganzen Sachen suchen muss. Und die sind so verteilt überall. Machen wir das, glaube ich, so, weil Geldprobleme sollten wir ja eh nicht mehr haben. Das sollten wir eh nicht mehr haben. So, wir verteilen die hier ein bisschen. Dann machen wir das noch. Ja, unten. Machen wir hier eine hin. So. Gut. Was haben wir hier noch für die kleineren? Nee, die lohnt sich jetzt nicht. Okay. Das heißt, wir können hier das... Achso, sollten wir das Zechendorf... Ja, doch, die brauchen auch Versorgung, ne? Die brauchen auch Versorgung. Wir ziehen das mal weiter. Wir haben ja alles hier aufs Zechendorf so angepasst.
So, dele. Gut, dann haben wir hier die Möglichkeiten. Auch wenn die Höhen unterschiedlich sind. Uns ein wenig hier durchzuschlängeln. Ich würde gerne das mal noch ein bisschen anheben. So. Arbeiten wir nämlich auch mit dem kleinen Weg hier nochmal etwas. Ja, komm. Wenn es vielleicht ungünstig ist, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass hier so viel los sein wird. Ich weiß, ich sage das sehr häufig, aber es erklärt sich für mich halt nicht, dass hier... Ach Mensch. Dass hier halt dann auf einmal ein Verkehrschaos startet. Dafür haben wir einfach zu wenig. Wir stehen. Sollen wir hier nochmal schauen? Hier nochmal ein wenig das Gelände. Ich meinte eigentlich, dass es so glatt war, aber ich glaube, wir haben mit der Straße, durch das, dass wir die Straße von hier vorne genommen haben, haben wir hier eine unterschiedliche Höhen mit reingebracht. Dass wir halt hier irgendwo so diese kleinen Hügel haben. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen das Industriegebiet. Ich könnte mal kurz gucken. Hier sind Teile auf jeden Fall davon drin. Ne? Das weiß ich. Guck mal, hier sind sogar von dem Bahnhof, wo ich... Bussing ist es. Ja, gut. Bussing ist das, ja. Das ist halt ein Set. Das passt hier nicht rein. Ich glaube, das gehört auch da. Nee, das gehört nicht dazu. Wir hätten aber hier diese große Garage noch. Garage, sag ich schon. Die große Halle. Ich würde die gerne auch nochmal hier hinsetzen. Ich weiß nicht, warum es davon zwei gibt. Also okay. Das Dach sieht anders aus. Und auch von den Stützen. Ah, okay. Das ist das Warenhaus, was wir hier hinten haben, ne? Was ist das denn? Nehmen wir das nämlich nochmal. Wir machen das auf die andere Seite. Nicht beim Bahnhof hin. Das passt auch. Hier hat man halt wieder die Schuhfabrik, die extreme. Die würde halt sehr, sehr viel Verkehr... Obwohl, nee, die würde hier, glaube ich, Arbeiter mit reinbringen. Auch nicht so schlecht. Das ist das komplette Set. Kostet auch sehr, sehr viel. Könnte man aber auch mit reinbringen. Würde vom Stil her auch etwas dazu passen. Lass uns das mal... Das ist halt auch ein komplettes Set. Ja, gut, dass wir kopiert haben. Ich hätte nämlich nicht so viel Geld gehabt anscheinend. Also wir machen gut Geld, aber es kostet uns anscheinend auch sehr viel. Ist die Schuhfabrik mir das wirklich wert gewesen? Ich weiß es noch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, die weiterzubauen, wenn wir dann wieder Geld haben. Okay. Auf jeden Fall haben wir Arbeitsplätze geschaffen. Was auch nicht schlecht ist. Ja, den Bereich hätte ich gerne noch fertig gehabt. Was machen wir denn noch? Wir machen noch Geld. Wir haben jetzt sehr, sehr viel wöchentlich, was wir mehr ausgeben. Hier kommt auf jeden Fall das erste Züglein. Hallöchen. Oh, die bringen einiges mit. Die sind voll beladen. Sehr schön. Gucken wir mal. Gefällt mir gut. Sehr, sehr gut sogar. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen was mit Zäunen. Das Spiel mit dem Zaun. So. Dann tun wir mal die Bereiche hier etwas anpassen oder auch ein bisschen unterteilen. Wir ziehen hier nochmal einen Zaun durch. Muss ja kein komplettes Privatgelände hier werden. Wir haben anscheinend auch nicht immer Arbeiter hierfür. Ich finde es gut, dass wir ein paar Arbeitsplätze dadurch auf jeden Fall geschaffen haben. Das dürfte durch jedes der Gebäude passiert sein. Oh Gott. 100 Arbeiter passen da rein. Ach so. 300 Arbeiter. Oh. Oh, ups. Ja, nö, also. Wir haben Arbeitsplätze. Juhu. Sehr schön. Gut, dann können wir hier, würde ich sagen, auch nochmal ein bisschen. Wir machen das mal so. Noch ein bisschen vom Gelände her Dreck reinbringen. Dass es halt nicht überall so schön aussieht. Ein paar Bäume dürfen hier ganz gerne stehen. Auf jeden Fall habe ich die Kommentare gelesen zum Umbau von unserem Zechendorf. Dankeschön auf jeden Fall nochmal dafür. Schön, dass es euch gefällt und dass wir es doch einigermaßen gut getroffen haben. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der Punkt, dass ich da eigentlich eher drauf eingehen möchte, auf die Kommentare. Deswegen ist es, glaube ich, besser.
Wenn wir uns erstmal hier ein bisschen drauf konzentrieren, dass es auch wieder ein bisschen aktueller wird. Dass wir nur mit einem Projekt unterwegs sind, das ist für mich für die Planung sehr, sehr viel besser. Also bis auf Green County wird natürlich jetzt kein Projekt irgendwie eingestellt. Der Rest läuft weiter, weil es halt so Livestream- und Zeitraffer-Projektchen sind. Bisschen weniger oder ob noch vorhanden, wo ich noch nicht so ganz weiß, ist halt Oasis, ob ich das zeitlich weiter reinbekomme. Ne, oder ob ich erstmal meine alte Heimat fertig mache. Ich habe ein bisschen viele Projekte angefangen, weil ich einiges probieren wollte. Wusste ja damals keiner, dass die Skyline 2 angekündigt wird, ne? Dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das ist es. Nicht gedacht, dass man da schon jetzt ein bisschen umdenken müsste. Weil das Jahr dann schon irgendwie Cities Skylines 2 kommen könnte. Damit hat ja keiner, also ich glaube, wenige haben damit gerechnet. Viele haben es gehofft. Aber damit gerechnet, glaube ich, haben das wenige. Für mich ist halt auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur irgendwo die ganze Zeit diese Gebäude an Gebäude haben, sondern diese freien Flächen sind für mich auch sehr, sehr wichtig. Na, dass man hier zwischendurch einfach mal einen größeren Bereich haben, der einfach so etwas hübscher begrünt ist auch. So wie jetzt, ne, mit so Wiesen und Bäumen und alles. Dann kommt die Schuhfabrik, da passen wir das noch an. Na, das ist okay. Wie gesagt, das ist ja hier von der Verbindung da. Die haben wir ja nochmal hinzugefügt. Würde ich gerne nochmal irgendwo mit einer Landstraße weitergehen dann. Ja, der Teich macht sich eigentlich auch ganz gut. War auch ein sehr, sehr guter Vorschlag von euch. Der macht sich wirklich ganz gut hier drin, ne? Sieht echt gut aus mit diesen Gräsern auch. Ja. Jetzt so vom Gesamtblick hier haben wir halt hier nochmal ein wenig die Hallen. Ein bisschen das größere Gebiet, was jetzt auch ein bisschen außerhalb von dem Ganzen ist. Hier haben wir ja auch etwas mit den Steinbrüchen gearbeitet. Weiß noch nicht, ob ich hier drüben... Man könnte mit dem Bereich auch eine Industrie verbinden. Man könnte hier auch eine Industrie verbinden, ne? Uns fehlt bis jetzt die Erzindustrie. Naja, weiß noch nicht. Ich bin auf jeden Fall mal froh, dass wir jetzt auch hier an sich die Züge haben. Das funktioniert. Der Immun-Export hier auf der Route ist auch gewährleistet. Wir haben eine Sache noch, da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir haben ja hier an dieser Stelle für Passagier angedeutet, dass wir hier eine gigantische Brücke rüberbauen. Ja, dann gehen wir hier rüber, wandern hier durch und kommen hier irgendwo an. Dann sind wir hier. Brauchen wir hier einen Passagierbahnhof? Nein. Hier könnte es vielleicht sogar besser sein, aber wir würden halt in beiden Ortschaften einbauen, wenn wir da schon die Gleise durchlaufen lassen. Wären dann hier irgendwo und würden... Es wäre halt... Wir könnten hier dann wieder rausgehen. Hier, von dem Gleis. Weiß ich nicht, ob wir das machen sollen. Weiß ich nicht. Ich habe zwar immer noch ein bisschen Vorsprung zu den Videos. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis ich da wieder etwas aktueller bin. Aber trotzdem, schreibt das mal gerne in die Kommentare, ob man hier wirklich so eine große Brücke hier drüber über das Tal machen sollen, um die zwei Ortschaften zu verbinden, dann mit einem Bahnhof dann auch irgendwie natürlich zu gucken, dass wir da die Verbindung haben. Also wir hätten hier zwei Bahnhöfe plus den dritten, ja auch nicht so viel im Großen und Ganzen, aber ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wäre sehr, sehr lieb von euch, ob wir das machen oder ob wir das lassen. Ich würde gerne mal hier schauen. Okay, also wir halten uns. Seit wir halt wirklich richtig ausgebaut haben, wir sind jetzt bei 80% Verkehrsfluss. Also auch die neuen Güterbahnhöfe zerstören uns da nichts. Nö, bin ich sehr zufrieden. Öffentliche Verkehrsmittel, das ist so ein Punkt, der halt für mich sehr unzufrieden noch ist. Also da funktioniert momentan noch gar nichts. Da haben wir aber auch sehr, sehr wenig gebaut. Obwohl man sagen muss, dass wir eigentlich die Gebiete auch schon ein bisschen mit reinbekommen haben, ne? Wir haben hier auch schon Buslinien unter anderem. Sogar zwei Stück, aber es ist halt... Ja, die sind halt intern nur unterwegs. Eine ist ein bisschen größer. Ja, weiß ich noch nicht. Und wir haben auch nur fast 25.000 Einwohner, darf man nicht vergessen. Ne? Ist ja auch so ein Punkt. Naja, haben wir hier Buslinien? Ich guck mal. Eine haben wir hier. Wie läuft die? Die grüne. Jetzt mal checken, das ist die hier, 199. Ich meine, die Buslinien allgemein bis auf eine sind für mich okay. Wir haben jetzt sogar nur den 30er Bus, ne? Ja, naja, schauen wir mal. Das zum Thema halt mit diesem, also ich mag diese Gewerbegebäude einfach nicht.
Das ist das, warum ich solche Sachen, glaube ich, vielleicht eher lieber selber setze in manchen Bereichen. Das meine ich mit dem Mischen, dass man halt ein bisschen mit Rico arbeitet, ein bisschen so, dann haben wir beides irgendwie so in den Projekten mit drin. Ich glaube, das ist besser. Ich meine, sonst so die Stadt, wie sie aufgebaut hat, finde ich sehr, sehr schön. Gradet dann nach und nach noch, aber zum Beispiel hier dieses Gewerbe finde ich nicht schön. Also, dann hier so ein Gewerbeblock reingesetzt und der sieht halt so aus. Ich finde, das passt einfach nicht. Ne? Das passt halt einfach nicht. Aber naja, deswegen gucken wir mal. Wir lassen das jetzt hier natürlich so an diesen Stellen. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich denke mal, in der Ortschaft werden wir noch ein bisschen weiterbauen, dass sie halt das Adelsbach, habe ich auch benannt, dass das soweit mal fertig wird, da Stück für Stück weiterkommen. Wir haben ja Nachfragen, ist ja gar nicht so schlecht, ne? Genau, so sieht das aus. Zwei Güterbahnhöfe, also angeschlossen, einen weiteren gebaut. Bisschen das Zechendorf erweitert. Ja, es erstreckt sich doch schon ein bisschen drüber. Aber ich finde es cool, dass es halt hier so etwas langgezogener wird. Ne, dass man halt hier die Ortschaft, dass nicht so ein Klotz an Stadt ist, sondern dass auch ein bisschen langgezogen wird. Deswegen überlege ich, vielleicht hier hinten raus nochmal so ein paar Häuser setze. Ein paar Wohnhäuser nach wie vor, ne, an diesen Stellen. Dass man hier nochmal so ein paar Straßen weiterlaufen lassen, ein paar Häuser dran setzen. Einfach so den einen oder anderen Strang von dieser Ortschaft noch ein bisschen weiterziehen. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Könnte aber was werden. Und wie gesagt, mit der Industrie, vielleicht fällt mir was ein, vielleicht fällt euch was ein, was hier ganz gut passen könnte. Und dann bauen wir halt beim Industrie-DLC vielleicht nochmal ein bisschen was auf, weil wie gesagt, der Güterbahnhof, den haben wir. Wenn wir das hier tatsächlich mit der Industrie machen, könnte das ganz gut funktionieren, weil wir haben ja auch den Freeway, der angeschlossen ist, ne? Da können wir ja auch nochmal eine Auf- und Abfahrt irgendwo anders hinbauen. Und noch ein bisschen größere. Ja, ein paar Möglichkeiten haben wir auf jeden Fall noch. Sehr schön. Guti. Ja, wie gesagt, einige Informationen waren enthalten in diesem Video am Anfang. Und ja, wie gesagt, könnt ihr aber eure Meinung gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst bitte die Bewertung nicht. Wäre sehr, sehr nett von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier in Mountain Valley. Bis dahin, macht es gut, wundervollen Tag euch noch und ciao.